Moin moin liebe Leute zu einem neuen Vlog. Ja, viele tolle Sachen. Zum einen, Magnet. Zum einen mein neuer Verdampfer, mein neues kleines E-Zigarettchen. Das Ding ist wirklich schön klein. Da kommt heute noch ein neuer Akku. Ich habe einen Akku drin, der nicht so stark ist, wie ich möchte. Da kommt noch ein neuer und ich habe mir nochmal denselben Tank als Topfüller geholt, weil der Tank hier ist Killer. Boah. So geil. Schmeckt so lecker. Sau gut. Total zufrieden damit. Ja, Toni hat schon sein Interesse daran bekundet, an dem anderen Teil. Er wird es auf jeden Fall ausprobieren. Und er kennt auch schon ein paar Leute in seinem Freundeskreis, die auch dampfen. Und er steht dem sehr offen gegenüber. Was eine gute Sache ist. Weg von der Kippe. Ja, dann hat mir Lou Bravely Second mitgebracht. Und ich bin fröhlich munter am Spielen. Ich bin jetzt bei, weiß ich nicht, 5 Stunden, glaube ich. Und es ist wirklich fantastisch. Es ist wirklich... das hat sich innerhalb der ersten Stunde schon rauskristallisiert. Das ist eines der besten JRPGs, die ich seit mindestens 10 Jahren gespielt habe. Glaube ich zumindest. Ich wüsste, mir fällt spontan nichts Besseres ein. Ja gut, Xenoblade Chronicles war auch gut auf seine Art und Weise. Aber ich meine, das ist auch schon wieder lange her, seit das rauskam. Ne? Aber selbst das war nicht so gut. Also das hier ist wirklich... Das hat jeden Komfort, den ich mir erwarte von einem JRPG... In 2016. Jeden einzelnen Komfort. Die Möglichkeit, Befehlsketten zusammenzubasteln, sodass die einfach durchkämpfen. Die Möglichkeit, Random Encounter ganz auszuschalten oder zu verstärken, je nachdem, wie man trainieren will oder ob man nicht trainieren will. Die Möglichkeit, Kämpfe zu beschleunigen, einfach vorzuspulen. Die Möglichkeit, Kämpfe noch stärker zu machen, indem man neue Gegner ruft während des Kampfes, wenn man stark genug ist. Das sind alles Sachen, die so genial ineinander greifen. Und für mich, wie gesagt, ich habe schon so oft gesagt, Kampfsystem in einem JRPG ist das Wichtigste, denn damit verbringst du die meiste Zeit. Und das hier ist perfekt. Obendrauf noch eine gute Story, gute Charaktere, guter Humor. Die Grafik ist absolut passend für das ganze Ding. Die Jobmechanik und die Mechanik mit dem Aufleveln von dem ganzen Kram und den Fähigkeiten ist gut. Also, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der es noch nicht gespielt hat und gerne mal spielen wollen würde, meine Empfehlung habt ihr. Und ich habe den ersten Teil nicht gespielt, Bravely Default, und ich komme trotzdem damit klar. Also es ist nicht so, als dass man dann komplett aufgeschmissen ist und dann nicht den zweiten Teil spielen kann. Tolles Ding. Ja, das bin ich am Spielen. Factorio habe ich in letzter Zeit relativ wenig gespielt, denn mir ist schwindelig wie Sau. Die letzten 2 Tage habe ich in diesem Bett hier verbracht, weil mir so kotzübel und schwindelig war, dass ich mich nicht mal hinsetzen konnte, ohne dass ich umkippe. Es geht mir ziemlich auf den Keks momentan, das nervt mich tierisch. Ich hoffe, am Sonntag bin ich fit, denn dann machen wir ein Pen and Paper. Das wäre ziemlich beschissen, wenn ich da auch noch so einen Schwindel hätte. Und diese Nacht hier war auch relativ kurz. Ich bin sehr früh aufgewacht, was daran lag, dass ich mal wieder extrem aufeinander gebissen habe. Meine Zähne beißen immer brutal aufeinander über Nacht und das verkrampft sich dann total im Kiefer. Und ich habe mir jetzt bei Amazon mal so eine Schiene bestellt. Ich weiß, das ist bei Amazon jetzt vielleicht nicht unbedingt der Top-Shop für sowas, aber das ist halt, das kostet 20 Euro, wenn ich dann zum Zahnarzt gehe. Ich habe keine Ahnung, ob die Krankenkasse das übernimmt oder es kostet ein paar hundert Euro. Das ist halt einfach so ein weiches Plastik. Das weißt du im heißen Wasser auf, dann wird das sehr, sehr geschmeidig und dann legst du es auf deine Zähne drauf, beißt zusammen, dann formt sich das an deine Zähne und dann ist es halt für dich perfekt passend. Sagen 27 Bewertungen von Amazon. 24 Bewertungen von Amazon sagen, das Ding funktioniert keinen Schlag. Ja, 50-50 Chance, würde ich sagen, ne? Muss ich ausprobieren. Aber es kann dadurch, ja, 50-50 Chance. Entweder es wird besser oder es hilft nicht. Also muss ich es probieren. Es kann nicht schlechter werden, von daher, go, go, go. Ich habe mir nämlich durchgelesen, wie der ganze Scheiß heißt. Das heißt Bruxismus? Proxismus? Proxismus, glaube ich. Dieses Aufeinanderbeißen. Und die Folgen von Proxismus sind Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, Verkrampfungen im Kopfbereich. Also genau das, was ich die ganze Zeit habe, weswegen ich nicht mehr pennen kann, weswegen ich
Schwindel habe und weswegen ich nicht mal mehr sitzen kann. Leute, ich habe momentan die Probleme, dass ich nicht mal mehr, ich will mich nicht mal mehr von Rechner oder von Fernseher oder sonst was setzen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, egal wie lange ich da jetzt sitze, ich krieg Schmerzen, ich will nicht. Was ziemlich doof ist, weil wenn ich mich nirgendwo hinsetzen kann, dann fehlt langsam die Alternative, weil was soll ich denn sonst noch machen? Ziemlich beschissen. Deswegen hoffe ich mal, dass das so ein kleiner Anstups ist in die richtige Richtung und mir das ein bisschen hilft. Jo, dann, was gab's noch? Wir haben Pulled Turkey gemacht, Pulled Turkey, von derselben Firma wie auch das Pulled Pork, das wir hatten. War okay. Lou mochte es gar nicht, ich mochte es mehr als das Pulled Pork von der Firma, aber beides schmeckt unglaublich nach Fertigessen. Und ich mag kein Fertigessen. Ich mag den Geschmack davon nicht. Ich mag den Geruch davon nicht. Ich hasse das Zeug. Seit meiner Kindheit, ein Freund von mir, dessen Mutter konnte absolut nicht kochen. Die hat nur Fertigessen gemacht. Und das war so, selbst wenn die nicht am Kochen war und du kommst bei denen in die Wohnung, das war immer, die ganze Wohnung stinkt nach Fertigessen. Weil das einfach, das ist wie so eine Patina, die sie überall niederlegt. Ganz fürchterlich. Ich finde das widerlich, das Zeug. Und unsere Überzeugung ist jetzt, fuck you, scheiß drauf. Die 500 Gramm Fleisch, die wir da kaufen, vormariniert und vorgekocht, die können wir auch einfach, die 4 Euro, die wir dafür ausgeben, die können wir auch ausgeben für frische Fleisch und machen das Pulled Pork wieder selbst wie beim letzten Mal. Das war nämlich unendlich viel geiler. Und außerdem haben wir noch einen Haufen Brühe, die wir eingefroren haben davon. Die kannst du gleich beim nächsten Pulled Pork wieder reingießen und die Brühe, die davon übrig bleibt, die ziehst du wieder ab und frierst wieder ein, somit wird die immer geiler. Also, naja. Gut. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Lou ist noch auf der Arbeit heute und hat dann das, also hat dann Sonntag, Montag frei und Toni kommt hoffentlich so Richtung Mittwoch, Donnerstag. Weiß gar nicht, wann ich das im. Habe ich das im letzten Vlog gesagt? Ansonsten soll ich es jetzt hier nochmal. Toni muss sich beim Arbeitsamt melden. Muss sich arbeitslos melden. Sonst verliert er den Anspruch aufs Arbeitslosengeld, das er jetzt gerade gar nicht will. Aber er hat halt 4 Jahre Anspruch darauf. Und falls er keinen Job direkt findet, wenn er wieder zurückkommt nach der Reiserei, dann muss er es vielleicht beantragen. Und dann will er natürlich den Anspruch nicht drauf verlieren. Muss sich jetzt aber trotzdem melden. Sonst verliert er den Anspruch. Und das ist typisches Amtsbullshit und das dauert noch. Von daher, toi toi toi, dass das dann Ende nächster Woche hinhaut. Gut, dann gucke ich jetzt noch Kingsfield-Videos weiter bei Rocket Beans, warte auf die Post, bis die durch ist und dann habe ich heute gar nicht viel zu tun. Ich habe Wäsche gemacht, ich habe Spüle gemacht, das ist alles schon gestern schon alles erledigt. Das heißt, heute wird ein sehr ruhiger Tag für mich. Ach ja, ein Bullshit ist noch passiert und zwar habe ich die Stereoanlage ja verkauft für 150 Euro, habe die rausgeschickt und die kam immer noch nicht an. Der Typ hat mich schon angeschrieben und gefragt, was ist denn los? Ich habe gesagt, sie ist verschickt, da ist die Sendungsnummer, ich kann nichts machen. Und die geht irgendwie, das Paket geht ständig ins Versandzentrum, dann raus, dann wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein. Die machen ein totales Chaos und es tut mir auch echt leid für den Typ, dass das Ding immer noch nicht bei denen ankam. Aber was soll ich denn machen? Das liegt ja nicht an mir, ich bin ja nicht die Post. Ich hoffe jetzt, dass es heute noch was wird, ansonsten muss ich am Montag wohl mal anrufen und fragen, ob die noch ganz dicht sind, was die da mit dem Paket machen, ob sie es bitte mal ausliefern könnten. Schöne Scheiße. Irgend sowas muss ja immer passieren, wenn ich was verkaufe. Es ist ja April. So, ich habe mal gerade ein bisschen rumgeforscht. Und zwar hatte ich schon lange auf der Wunschliste bei Amazon so ein kleiner Mini-Amp, ein Gitarren-Amp. Ist so groß wie meine Handfläche ungefähr. Und hat echt Leistung. Also von den Tests, die ich gehört habe und so weiter, war wirklich gut. Klang wirklich gut. Das Ding ist halt nur, wie sehr brauche ich sowas? Weil eigentlich ist es Quatsch für mich. Ich kann es ja nicht benutzen, nicht wirklich. Und werde es zu wenig benutzen, sagen wir es so rum. Weil ich habe meinen Gitarre-Rig auf dem PC und meine Soundkarten, wo ich dann die Gitarre dran schließen kann und dann macht das da einfach mehr Sinn, auch wenn es halt immer blöd ist, weil man immer an den PC gefesselt ist. Und gerade beim Laptop zum Beispiel hatte ich ja vorher das mobile Ding, aber das ist ja jetzt hier drin fest verbaut. Das heißt, ich habe kein mobiles Gerät mehr, wo ich am Laptop mal schnell bequem irgendwie was machen kann. Und da Toni ja jetzt nächste Woche eventuell kommt und wir dann Mucke machen wollen, dachte ich mir, das ist ein bisschen blöd, wenn man so stabil am PC sitzen muss. Aber jetzt so viel Geld ausgeben für so ein blödes Ding will ich auch nicht. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht.
es gibt ja einen Haufen M-Simulationen mittlerweile auch für Apple, für iPads. Und die sind gar nicht so schlecht. Ich habe mir die mal jetzt ein bisschen angehört. Die sind wirklich nicht übel. Die klingen wirklich voll in Ordnung. Jetzt habe ich mir bei Amazon mal so ein iRig bestellt. Das ist ein Stecker, den man einfach hier dran macht mit Adapter für eine Gitarre und Kopfhörerausgang, quasi ein Audio-Interface, wie man es auch an PC dranhängen lassen würde. Und bin jetzt mal gerade so ein paar Softwares durchgegangen, die M-Simulationen haben. Bin jetzt gerade 4 Stück am Laden. Das sind alles Demo-Versionen. Die richtigen Versionen kosten dann meistens so um die 20 Euro. Keine Ahnung, ich probiere die jetzt erstmal so ein bisschen durch, die Testversionen, wenn sie mir gefallen. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal eine davon. Für die Testversionen werden jetzt wahrscheinlich erstmal reichen für das, was ich damit machen will. Ich habe ja auch noch zum Beispiel GarageBand, habe ich ja auch noch drauf und das hat auch noch Simulation und das ist die Vollversion von GarageBand. Von daher ist das vielleicht auch nicht verkehrt. Ich freue mich drauf, ich probiere das echt gerne mal aus. Vor allen Dingen wäre das cool, wenn ich mal wieder als Saarland fahre oder sonst was. Ich muss halt nicht mehr ein Audio-Interface mitschleppen mit einem Laptop und einer Gitarre und so weiter, sondern das Ding da, der kleine Stecker oben dran und die Gitarre und ein Kopfhörer. Aber Kopfhörer habe ich eh dabei. Von daher, das wäre ziemlich geil. Wenn das gut funktioniert, wäre das ziemlich geil. Gerade fürs einfach bequem ein bisschen rumproben, rumklimpern. Sehr viel bequemer. Ich freue mich drauf. Kommt am Montag, der Stecker. Übrigens, der Kram für E-Zigarette und so weiter kommt wahrscheinlich auch erst am Montag. Also der Zoo ist abgefahren, heute kommt keine Post mehr. Und irgendwie hat sich das nicht aktualisiert bei DHL. Von daher wahrscheinlich dann am Montag, hoffentlich am Montag. Jo, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Es ärgert mich so ein bisschen, dass es von Guitar Rig keine App-Version gibt, weil das wäre praktisch. Es gibt ja zum Beispiel von Native Instruments auch Machine. Das ist das, das ist quasi eine Software, die, ich zeig's euch einfach mal. Es ist eine Software, die quasi ein Pad emuliert. Das man auch beim Pad benutzen würde. Das Machine ist ja ein Pad. Seht ihr hier sowas? Na, jetzt kannst du dich nicht entscheiden. So, sowas hier, wo ich dann draufdrücken kann. Ja. Super. Ich mach da mal Sound an. Ne? Tasten halt. Und, das ist von Native Instruments. Genau wie Guitar Rig. Deswegen finde ich es ein bisschen blöd, dass Guitar Rig scheinbar nicht existiert für sowas. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann. Vielleicht gibt es das auch und ich sehe es einfach nicht. Muss ich jetzt mal wieder suchen. Ja, ich wollte Skyrim mal wieder zocken und habe die Version auf dem Media Center installiert, die Steam-Version. Und ich habe dieselben Probleme auf dem Media Center, wie ich auch auf dem Rechner hatte, weswegen ich damals auf dem Rechner aufgehört habe, Skyrim zu spielen. Und zwar ruckelt das wie die Sau. Also nicht ruckeln, sondern stottern. Im Sinne von, wenn man sich dreht, wenn man sich einfach dreht, ich spiele es mit Controller. Aber mit Maus, die Maus ist total verzögert irgendwie. Und wenn ich es mit Controller spiele, läuft es eigentlich flüssig, aber hat immer wieder so Schocker. So. Das läuft total unrund, das macht mich irre, da wird mir kotzübel bei. Dasselbe hatte ich auf dem PC, dasselbe hatte ich schon damals auf dem Laptop. Es ist wurscht, was ich an Grafik einstelle oder wegstelle. Ich habe alle möglichen Fixes ausprobiert, irgendwie Serious Patches und in den Textdateien rumwühlen, V-Sync ausschalten, Mausbeschleunigung ausschalten, alles. Es hat noch nichts geholfen. Dementsprechend habe ich es jetzt wieder runtergeworfen. Spiele ich halt kein Skyrim. Ich kann mich nicht dazu durchringen, die Xbox-Version anzumachen. Außerdem, ich habe die Xbox-Version, ich habe sie angemacht und habe gesehen, dass mein Spielstand weg ist. Also, die Xbox 360, das ist eine Konsole, die auseinanderfällt. Ich weiß überhaupt nicht, warum die noch hält. Da sind einige Sachen, die einfach weg sind. Spielstand von Skyrim ist offensichtlich weg. Dann, und ich fange das Ding nicht nochmal von vorne an. Und dann ist ein Spielstand, was war noch weg? Ich weiß es nicht mehr. Ach, doch, natürlich, Deadly Premonition ist weg. Das wollten Troy und ich ja eigentlich weiterspielen. Aber der Spielstand ist auch weg. Warum auch immer. Wohin auch immer die Dinger verschwinden, das ist einfach die Konsole. Das ist noch eine Release-Konsole. Dass sie noch kein Ring of Death hat, ist sowieso absolutes Weltwunder. Ja, dementsprechend kein Skyrim für mich. Dann dachte ich, mein Gott, dann lädst du da halt wieder die Elder Scrolls Online runter. Das war zwar... aber naja, gut, es ist halt ein MMO. Aber es ist ja immer noch ein ganz okayes Spiel gewesen und ist halt, ja, weiß nicht. Ich sehe da allerdings gerade den Download-Balken und der ist bei 36 GB und ich glaube, das war noch nicht mal alles, denn danach kam, glaube ich, nochmal
nochmal in Balken. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich durchsetzen will. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keine Lust. Ich meine, das dauert jetzt schätzungsweise vielleicht 3-4 Stunden mit dem Internet, das wir jetzt haben, aber. Oh, du, nee. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse es lieber und spiele heute Abend nochmal Factorio, spiele dazwischen dann noch ein bisschen Bravely Second und das ist dann mein Rollenspielfix. Ja, komm, ich brich's ab. Scheiß drauf. Das ist dann mein Rollenspielfix. Ich werde heute eh nicht mehr viel machen. Ich bin schon wieder völlig im Sack. Ich bin super, super, super müde. Wir haben es gerade mal 5:30. Schnauze. Gerade mal 5:30. Ich bin jetzt schon wieder. Allerdings, ja, wie gesagt, ich habe halt auch nicht lange geschlafen. Naja, Lou ist noch eingeladen, die geht jetzt gleich noch essen mit Arbeitskollegen. Jo. Dementsprechend ist das heute ein sehr ruhiger Abend für mich. Was wahrscheinlich dazu führt, dass ich einpenne. So, um den Vlog noch abzuschließen. Ich habe mit Marco gestern wieder bis spät in die Nacht Factorio gespielt, leck mich am Arsch. Und ja, sonst eigentlich nichts. War sehr müde. Hab gerade eben ein paar Sachen auf dem PC geupdatet, hab jetzt den Entschluss gefasst, dass ich hier jetzt auch nochmal alle Elder Scrolls Sachen runterlade, oder vielleicht kopiere ich sie rüber, ich weiß nicht, was schneller geht. Ich glaube, runterladen geht was schneller als kopieren. Und dann, ja, spiele ich die vielleicht, vielleicht streame ich heute ja sogar, weiß es noch nicht. Und hab gerade eben noch einen Kommentar bekommen auf ein Video von meinem Brettspiel-Review Cluedo. Und leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das Ding hat knapp 10.000 Views. Warum? Also, das ist völlig unproportional zu allen anderen Videos, die ich gemacht habe. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was daran anders ist und warum so viele Leute nach Cluedo suchen. Und keine Ahnung. Ist ein interessanter Blick auf die Sachen, wenn man sieht, dass das so viele Views hat gegenüber allem anderen. Naja. Ja, ich update gerade noch ein bisschen Software auf dem Rechner, weil ich den jetzt die ganze Zeit eigentlich nicht anhatte. Und jo, dann gibt es heute Abend noch Pen and Paper. Dann muss ich nochmal rundfragen, wann genau das beginnt, wenn ich wirklich streamen will. Und dann wird ein bisschen Cthulhu gespielt. Pen and Paper ist lange her. Ich hoffe, ich bin fit. Und ja, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ist wirklich schon lange her. Jo. Gut. Ich glaube, das war's. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Vlog. Jo. Bis dahin. Ciao.